Mir ist so kalt. Mir ist auch so kalt. Ich kann nicht mehr aufhören zu zittern, aber wir haben kein Holz mehr. Ach, genau. Papa kommt heute nach Hause und er bringt den Lohn mit. Hoffen wir nur, damit er das Geld nicht vorher für Alkohol ausgibt und sich betrinkt. Denn unser Baby braucht dringend was zum Essen, ansonsten überlebt es die nächste Woche nicht. Kinder, ihr bekommt halt nur wenig, damit euer Vater genug bekommt, damit er nicht wütend wird. Esst schon mal, bevor er nach Hause kommt. Sei bloß still. Mama hat fast gar nichts und du willst doch nicht, dass Papa wütend wird. Was? Kartoffeln? Sowas esse ich nicht. Es tut mir leid, Robert. Ich mach dir sofort was Neues. Ich gehe jetzt wieder. Robert, warte! Wir brauchen noch Geld für das Baby. Hier, die Undankbaren. Ach, danke. Dafür können wir uns ein Brot kaufen. Da starrst du mich so an! Raus hier! Ich möchte Robert, bitte! Im Haus hier haben. Nein, ich verspreche mich! Nein, Vater, bitte, lass es! Ich schau auch nicht! Gott, oh, es ist so schrecklich. Die Kinder haben nichts zu essen. Jede Woche, wenn Robert sein Geld für die Arbeit bekommt, geht er als erstes mit seinen Freunden trinken und fast nichts bleibt für uns übrig. Letzte Woche mussten wir unsere Holzbank verkaufen, weil wir kein Essen mehr hatten. Und das Baby braucht doch so dringend Nahrung. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Kinder dich lieben und dir dienen. Danke, lieber Vater, dass du deine Kinder siehst und liebst, für sie sorgst. Du bist ein wirklich guter Vater. Auch wenn es hier auf der Erde schwer für uns ist. Und bitte, sei jetzt bei Mary, die ganz alleine da draußen ist. Ich kann ihr nicht helfen, das kannst nur du. Nein, hier bin ich auch nicht sicher. Mary Slessor ist das Mädchen, dessen Geschichte wir in den nächsten Sunny Highway-Folgen hören werden. Sie wurde leider sehr oft von ihrem Vater rausgeschmissen, wenn er wütend wurde und zu viel Alkohol getrunken hatte. Sie wuchs in armen Vierteln in Schottland auf und hatte nicht so ein einfaches Leben, wie ihr schon mitbekommen habt. Sie arbeitete 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche in einer Fabrik, webte sehr viel am Webstuhl, half ihrer Familie. Sie konnte ein bisschen schreiben und lesen, aber was wichtig war, sie konnte sehr, sehr gut, kannte sich sehr, sehr gut in der Bibel aus, dank ihrer Mutter. Und wie ihr schon gesehen habt, hat die Mutter regelmäßig für sie gebetet. Auch wenn Mary Slessors Leben anfangs nicht sehr leicht war, hat Gott einen wunderbaren Plan mit ihr. Und genau, seid gespannt, wie es weitergeht.
Na, Karotte, ich hab da vorne einen Hasen gesehen, der hat dort bestimmt noch nichts gegessen. Pah, du frecher Bengel, so geht man doch nicht mit Mädchen um. Pass auf, was du sagst, sonst klatsche ich dir eine. Mädchen dürfen sich nicht prügeln, sie dürfen nur kochen und putzen. Und stören dich deine Karottenhaare nicht beim Kochen? Schau du nur lieber, dass du dir mal deine Haare wäschst, die stinken total. Mary, komm doch mal bitte zu mir. Ha, jetzt musst du zu der Alten. Mich hat sie auch schon zu sich zitiert, aber die hat mir nichts zu sagen. Mary, mein Kind, du bringst dich nur in Schwierigkeiten, wenn du immer Streit mit den Straßenjungs suchst. Der kleine Henry erzählt es an der nächsten Ecke seinen großen Freunden und dann kriegst du nur Probleme. Du handelst sehr unklug. Aber von denen lasse ich mir nichts sagen. Wenn die frech zu mir sind, bin ich auch frech zu ihnen. Mary, wenn jemand anders zu einem böse ist, ist das noch lang keine Entschuldigung, diesen Menschen dann auch so zu behandeln. Außerdem steht in der Bibel, dass wir Sünde niemals mit Schlechtem vergelten sollen. Und es ist Sünde, andere Menschen so zu behandeln. Dann kannst du nicht in den Himmel zu Jesus kommen. Wirklich? Stimmt das? Aber ich bin sehr oft frech und in den Himmel kommen möchte ich trotzdem. Was soll ich denn jetzt machen? Weißt du, das ist gar nicht so schwer. Jesus möchte dir nämlich deine Sünden vergeben. Und wenn du ihn um Vergebung bittest und in dein Herz aufnimmst und dein Leben änderst, dann nimmt er dich als sein Kind auf. Und dann wirst du eines Tages im Himmel bei ihm sein. Aber jetzt mach, dass du nach Hause kommst. Deine Mutter wartet sich ja schon auf dich. Ich werde drüber nachdenken. Hallo, du Möhre. Nein. In dieser Nacht konnte Mary nicht schlafen. Gott sprach mit ihr über ihre Sünden. Sie wusste, sie hatte viel Böses getan und sie kniete sich neben ihr Bett nieder und bat den Herrn Jesus, in ihr Herz zu kommen und ihr zu vergeben und ihr Herz zu reinigen. Mary las sehr gerne in der Bibel. Einmal fragte sie eine Freundin, kannst du mir ein Buch ausleihen? Da sagte Mary, ich habe nur die Bibel. Das leihe ich dir gerne aus. Es hat mich zu einem anderen Mädchen gemacht. Als Mary 11 Jahre alt war, starb ihr Vater. Da arbeitete sie sehr, sehr viel in der Fabrik, wie ich euch vorhin schon erzählt habe. Sie musste sehr früh aufstehen und kam auch sehr spät nach Hause. Es war keine einfache Zeit und zum Spielen hatte sie auch keine Zeit. Aber am Sonntag, das war der schönste Tag für die Slessors, weil da gingen sie zusammen zum Gottesdienst. Für Mary war Gott eine Wirklichkeit. Sie spürte, dass er nahe war, bereit ihr zuzuhören und sie zu führen. Sie fand es wunderbar, dass Gott sie bei ihrem Namen kannte und sich persönlich um sie kümmerte. Lob den Herrn, singt Halleluja, lob dem Herrn vom Himmel her. Lob den Herrn, den großen Schöpfer. Und die Vögel leben.
den Richter und das Volk. Alle sollen ihn verehren, jung und alt singt ihm im Chor. Kalabar, Kalabar. Oh, bin ja schon auf Sendung. Hallo Kinder, herzlich willkommen zur Bibel-Entdeckerrunde. Zurzeit versuche ich, Kalabar zu entdecken. Und irgendwie, ich habe nicht richtig zugehört. Wisst ihr noch, wo das ist, dieses Kalabar? Könnt ihr mir da mal helfen und mir mal den Namen aufschreiben und dieses Land vielleicht mal so ein bisschen zeichnen, so einen Umriss machen? Mir mal sagen, auf welchem Kontinent das liegt, dass ich das hier mal bei mir finden kann? Also das wäre echt eine super Hilfe. Und ihr könnt uns das schicken bis nächste Woche Freitag an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und in zwei Wochen, da beginnen wir auch mit einer Reise. Eine Reise von unserem Apostel Paulus. Der hat nämlich auch eine ziemlich viele Reisen gemacht. Ich habe hier sogar so einen Plan, wo der so alles rumgereist ist. Und ja, da könnt ihr schon richtig gespannt drauf sein, wie er das Evangelium in die verschiedensten Länder gebracht hat. Und ich habe noch eine andere Aufgabe für euch. Wisst ihr, wo diese Geschichte steht, wie dieses Buch heißt, wo man diese Reise des Apostel Paulus nachlesen kann? Auch das könnt ihr schicken an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. So, jetzt kommt aber die Preisverleihung und ich hoffe natürlich, dass du gewinnst. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo liebe Kinder, hier bin ich wieder für die Preisverleihung. Ich bin sehr gespannt, wer heute diese Woche gewinnt. Also zwei Gewinner haben wir wie immer. Und ja, bevor wir mit der Preisverleihung starten, schauen wir uns erstmal wie immer eure wunderschönen Bilder an. Vielen Dank nochmal an euch alle, die so immer so schöne Bilder schicken. Das ist wirklich sehr schön.
Okay, also für die Preisverleihung heute möchte ich wieder mit euch ein kleines Experiment durchführen und anhand dieses Experiments die zwei Gewinner bestimmen. Das Experiment ist eigentlich an sich sehr einfach. Man könnte das viel, viel komplizierter machen, und aber das Prinzip ist das gleiche und es wird teilweise schon in der Universität, in der Forschung, auch in der Schule wird dieses Experiment gemacht, wie gesagt, mit viel komplizierter und viel präziser und mit teureren Geräten. Aber das Prinzip ist das gleiche, und um das zu veranschaulichen, brauchen wir eigentlich nur ein Stück Zefa-Papier, einen Stift und ein Glas mit Wasser. So, was ist das Experiment? Und zwar, wir wollen eine sogenannte Chromatographie. Müsst ihr euch nicht merken, das bedeutet nur, dass man anhand des Experiments Stoffe trennt, in dem Fall Farben. Ich habe hier einen grünen Stift, und die Frage, die wir uns stellen, ist dann, besteht die grüne Farbe nur aus Grün, oder woraus besteht Grün? Und anhand dieses Experiments kann ich das herausfinden. Und jetzt, wenn wir ein bisschen weiter denken, weil eigentlich ich weiß schon, was rauskommt, wir brauchen zwei Gewinner, das heißt, es könnte wohl sein, dass wir das Grün aus zwei Farben besteht, weil wir zwei Gewinner brauchen. Um das herauszufinden allerdings, kann man wie Folgendes machen. Man malt sich einen Farbfleck auf dem Zefa-Papier, und dann setzt man das Stück im Wasser. Der Fleck muss oberhalb der Wasserfläche, deswegen habe ich nur weniger Wasser. Und dann das Wasser steigt auf dem Papier, weil das Zefa-Papier, das saugt das Wasser. Und indem das Wasser steigt, der nimmt, sage ich mal, die Farbe mit sich und dann trennt die Farben, weil die eine Farbe wandert schneller als die andere. Und dann am Ende werden wir zwei Flecken bekommen, wenn alles gut läuft. Und ja, also ich hab jetzt das verraten. Tatsächlich, man bekommt zwei Flecken. Ihr könnt jetzt für euch überlegen, welche Farben denn. Also, weil Grün besteht eigentlich nicht aus Grün, sondern aus zwei Farben, die zusammen Grün machen. Genau. Und jetzt, wie kann ich anhand des Experiments zwei Gewinner bestimmen? Wir werden nämlich dann, wenn das Experiment zu Ende ist, messen, wie hoch die Flecken sich befinden. Und ich habe jeweils zu den Höhen euren Namen gesetzt. Hier habe ich die Liste mit euren Namen. Und dann werden wir schauen, auf welche Höhe die Flecken sich befinden und zu welcher Person oder Familie diese Höhe assoziiert ist. Und wenn die Flecken so ein bisschen groß sind, also in der Länge, dann nehmen wir einfach die Mitte der Fleck. Also ich male einfach einen Fleck auf der Startlinie, einen grünen Fleck, genau, und setze ich einfach das Papier im Wasser. So. Und ja, das Wasser wandert schon hoch, das könnt ihr eigentlich sehen, denke ich mir. Ja, genau, das seht ihr schon. Und dann warten wir mal. Und wie gesagt, wie ich ja vorher erklärt, das Wasser nimmt einfach die Farbe mit sich. Das sieht man schon, wie die Farbe wandert. Und wie gesagt, das dauert alles ein bisschen, bis das fertig ist. Und dann haben wir eine Trennung in verschiedene Farben. Okay, jetzt ist das Experiment zu Ende und wir wollen mal schauen, wer gewonnen hat. Aber erstmal zeige ich euch, wie das aussieht. Also, wie ihr seht, hat sich wirklich die grüne Farbe getrennt in Blau und Gelb. Also Grün besteht eigentlich aus Blau und Gelb. Und ja, leider sind die Flecken, wie befürchtet, relativ in der Länge. Ich denke, das liegt daran, dass ich Zefa-Papier genutzt habe. Hätte man vielleicht Filterpapier von der Kaffeemaschine zum Beispiel genutzt, wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber wir werden machen, wie ich das vorher gesagt habe, einfach ich nehme die Mitte der Fleck. Also ja, wenn man schaut, der blaue Fleck ist auf jeden Fall unten und der gelbe Fleck oben. Dann nehme ich jeweils die Mitte und ich messe mal. Also bei der blaue Fleck, der Mitte ist bei ja, 2 cm. Und bei der gelbe Fleck bei 7 cm. Dann schauen wir mal, wer die Gewinner sind bei dieser Zahl. Also bei 2 cm habe ich Katharina, Elisabeth und Oma Monika. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die erste Gewinner für diese Woche. Und bei der Nummer 7, also 7 cm, habe ich Jasmin Knisse. Herzlichen Glückwunsch ebenfalls. Ja,
Ich hoffe, dass ihr dabei Spaß hattet. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne zu Hause das probieren. Das geht eigentlich sehr einfach und auch mit anderen Stiften. Ich weiß nicht, vielleicht lila, schauen, aus welcher Farbe lila besteht. Oder ja, könnt ihr einfach ausprobieren. Und wie gesagt, vielleicht mit Kaffee, Filterpapier von der Kaffeemaschine zum Beispiel, klappt ein bisschen besser vielleicht. Aber das Prinzip klappt auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lasst uns alle fröhlich sein. Fröhlich sein. Hallo.